süße, süße Andrea, der wirklich sehr ähnlich der Ala ist. Sein Gesicht ist auch sehr so schmal und er hat die gleichen grauenvollen Zähne. Das ist ganz furchtbar. Also, nonandarevia. Er ist also ein ganz lieber, ganz freundlicher Brüder. So wie die Ala im Grunde. Und, also wie gesagt, seine Zähne sind ganz genauso schlecht wie die von der Ala. Kein Keksi? Normale lieber Biscottino? Ah ja, Fusse. Wahrscheinlich wird er das nicht fressen können, weil wir mal das wehtut. Also nur weiches Futter. Hallo Schatzi, Schatzili. Leider laufen sie immer weg von mir. Ich habe nur Popo-Fotos. Aber ich denke, man hat es genug gesehen vom Andrea. Er ist auch eher mager als wie ein alter Hund. Und könnte wirklich guter Bruder von der Ala sein. Ah, Schatz. Gestreichelt zu werden, also er kommt gleich und freut sich. Ja, gell, Schnuckeli.